warum die Form von Invaginationen, Schläuchen, Birnen, Apsiden wie in den Megalithbauten, der inneren Adyten, ganz einfach, weil die ersten Inneneinstülpvorgänge der ersten Doppelmembransphären dann zum Polypen führten und alle weiteren Einschlussvorgänge, weitere Invaginationen, endozytotische Prozesse, Aufnahme von Mitochondrien, Aufnahme von Plasmiden, Aufnahme von anderen Bakterienbestandteilen, anderer Kugelsphären, weil dies immer diese Invaginationsform der Leuchtbirne, der Schläuche, der Polypenformen oder der Quallenformen sozusagen der schwebenden Hüte hat, in einfachster Manier.